Es war wohl der größte Moment in ihrer Karriere, vielleicht sogar in ihrem ganzen Leben. Die 12 Talente des Perspektivkaders 2013 trafen am heutigen Samstag im Rahmen des Supercups ihre Vorbilder der deutschen Basketball-Nationalmannschaft. Einen Tag nachdem im Mannschaftshotel in Neu-Ulm das Casting für Deutschland sucht den Superstar stattfand, holten sich die potenziell zukünftigen Basketballstars Autogramme und wichtige Karrieretipps. Nach der Basketballkarriere, da ich einen ziemlich reichen Erfahrungsschatz im Basketball besitze, überlege ich, ob ich im Basketball weiter tätig werde, entweder als Trainer, Manager oder Agent. Das heißt, wer bist du? Doch nicht nur das Treffen mit dem Team von Bundestrainer Frank Mentz stand auf dem Programm. Direkt in der Früh ging es für eine Trainingseinheit in die nahegelegene Halle und unter Anleitung von U18-Bundestrainer Kai Blümel ging es 2 Stunden intensiv um Technik und basketballerische Details. Also am Anfang waren wir natürlich alle ziemlich aufgeregt und auch ich war auch ziemlich aufgeregt, als wir dann da in die Halle gekommen sind und ich gesehen habe, dass dann da halt Nationaltrainer standen und ja, dann sollten wir uns halt erstmal aufwärmen. Dann hat er uns halt gezeigt, was wir jetzt immer machen sollen vor dem Training, damit wir uns besser aufwärmen können. Und was halt schön war, halt, dass sobald wir einen Fehler gemacht haben oder sowas, hat uns niemand kritisiert, sondern es hat immer gleich so Verbesserungsvorschläge und so. Also es ist halt, ich hätte gedacht, dass die hier viel strenger wären, so. Aber sie waren halt ziemlich nett zu uns. Und dann haben wir am Ende noch 5 gegen 5 gespielt und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und es ist halt schön, wenn man so halt Leute um sich rum hat, die einem richtig was beibringen können. Das heißt, du bist zufrieden mit Kai Blümel und Co.? Auf jeden Fall. Im Anschluss an das Training sahen die Talente die Partie Deutschland gegen Mazedonien. Und in der Halbzeitpause schlug dann die Stunde von Jonas, der vor 3000 Zuschauern den Skills Contest durchlief und seine Sache richtig gut machte. Die Nationalmannschaft dagegen tat sich im Spiel wesentlich schwerer als Jonas in der Halbzeitpause. Nach einem sehr guten Start und starken Kampf musste sich das Team am Ende der Mannschaft aus Mazedonien geschlagen geben. Tibor Pleiss versucht, die Situation zu erklären. Ich denke, wir haben sehr viele Spieler dabei, für die es die ersten Spiele sind auf diesem hohen Niveau, auch gegen solche Mannschaften. Es sind auch viele Spieler, die jetzt die erste EM spielen. Darum, das ist noch eine große Umstellung. Manchmal muss man auch, wenn die andere Mannschaft, wir spielen wirklich gegen Top-Teams, die auch mal wirklich ein paar Dreier hintereinander sehr gute Würfe reinmachen können. Und dann gibt es halt den einen oder anderen, der mal den Kopf hängen lässt oder auch damit nicht gerechnet hat. Es ist halt ein anderes Niveau, zum Beispiel zur BBL. Es ist wirklich, es sind die besten Spieler Europas dabei. Und ja, ist natürlich unglücklich in der Hinsicht. Aber ich denke, wir haben in der Hinsicht haben wir besser gespielt zu gestern. Gestern gab es Momente, da haben wir wirklich über mehrere Minuten lang keinen Punkt gemacht. Die anderen haben Punkte gemacht. Wir haben schlecht verteidigt, haben einfache Körbe zugelassen. Das haben wir heute versucht, ein bisschen zu unterbinden. Am Ende hat es leider nicht gereicht, aber morgen werden wir wieder ins Spiel starten und alles geben.
Ein ereignisreicher Tag für den Perspektivkader 2013 geht zu Ende. Wer weiß, vielleicht empfangen in 10 Jahren die heutigen Talente dann selbst im Trikot der Nationalmannschaft den Nachwuchs.